Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und erreichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Deliver Us Mars, während ich in die Kamera gucke, die nicht eingeschaltet ist. Macht der Gewohnheit. Ja, das Spiel ist beim letzten Mal hier unsanft abgestürzt, würde ich behaupten. Ich glaube aber, hier gab nur eine Sache, die wir gucken konnten und die war, glaube ich, war die hier? Die lag hier. So, zack, zurückstellen, wieder so unnötige Notizen. Ich gucke trotzdem nochmal schnell ein bisschen in die Runde. Ich meine aber, es war nur das eine. Und ansonsten, guck mal, hier hat die auf einmal so rot-blonde Haare. Und hier sind sie wieder schwarz. Schwarz, auf jeden Fall dunkel. Dunkelschwarz. Dunkelschwarz kariert, hellgrün. Was hat die für eine Haarfarbe? Ist das braun? Es glänzt auf jeden Fall. Ja gut, okay, die haben aber gefühlt seit Tagen nicht geduscht, glaube ich, ne? Können sie auch nicht. Haben ja, glaube ich, kein Wasser. Wie überleben die eigentlich hier? Ich meine, hier gibt es doch kein Wasser und nichts. Oder sehe ich das falsch? Oder haben die hier... Doch, die haben so ein bisschen Wasser, aber... Haben die hier so viel zurückgelassen, dass sie fressen und saufen haben hier ohne Ente? Ich weiß das gar nicht. So, ich gehe mal hoch. Wir haben uns ja schon mal alles angeguckt. Muss jetzt ja nicht nochmal sein. Nee. Achso, das bringt ja wieder nichts. Cool, mittlerweile bin ich so fett, mein Stuhl geht so weit runter, wenn ich die Lehne, die Armlehne ganz oben habe, passt sie trotzdem unter die Tischplatte. Ist das nicht geil? Oh Mann. Ich brauche echt geilere Stühle, aber die sind alle so teuer. Was war das? Oh, Grafikfehler. Warte, wo ist er? Komm raus. Ist umstellt. Da war er. Die dumme Sau. Oh, ruckel, ruckel. Gab noch kein Patch seit dem letzten Mal. Ne? Technik ist so... unbegeisterungswürdig. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu dritt waren. Und die gucken mich so creepy an. Ich will da nicht rein. Nein. Kann ich wieder runter? Nein, kann ich nicht. Wer ist denn der tote Kollege da? Waren wir zu viert? Nee. Oder? Nee. Oder? Nee, wir waren zu dritt. Wer ist das? Wieso ist er da? Was ist denn hier passiert? Vielleicht sind wir zu spät. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Nein. Finden wir es raus. Ja, wer ist der Dude? Ist alles in Ordnung, Sarah? Ich weiß nicht. Lebt er noch? Ist er jetzt tot oder nicht? Wieso sagt mir das keiner? Was ist mit euch? Mehr Leichen. Sicherheitsdrohnen. Ich hasse die Dinger. Geht's? Ja. Es geht. Ist schon lange her. Nee, eigentlich fliegt es, aber... Hier ist es nicht sicher. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wir sind aber leichte Beute ohne... Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Seid bitte vorsichtig. Ja gut, die wurden abgeknallt. Von den Sicherheitsdrohnen. Wahrscheinlich ist hier William McArschloch wieder am Durchdrehen gewesen. Aber hey, wir finden mal Leichen. Haben wir im ersten Teil nicht gefunden. Gut, im ersten Teil waren wir komplett alleine. Das wäre ich jetzt gerne auch noch. Ich bin gerne alleine. Sollte mir das notieren. Aber das gönnt mir das Spiel ja wieder nicht. So, Aces. So, McArschloch hat sie auf dem Mond in Auftrag gegeben. Er wollte damit führen. Achso, doch schon bald hat er die Basis damit übernommen und dafür gesorgt, dass sich niemand gegen den Blackout gewehrt hat. Ja, sag ich ja, McArschloch. McArschloch, McArschloch, Dingelingeling. Was bist du? Ist da irgendwas? Oh, ich wollte dich nicht. Was Nützliches dabei? Die Protokolle sind durcheinander. Sie scheint per Notaus abgeschaltet worden zu sein, die anderen wohl auch. Aber hier steht mehr Code. Vor der Betätigung des Notaus wurde etwas geändert. Ohne Analyse der Diagnostik schwer zu sagen. Also kurz gesagt, du weißt gar nichts. Also so lange können die noch nicht tot sein. Ich meine, die haben hier das Blut vergessen, das ist aber okay. Aber so lange, die sehen auch aus, als ob die pennen oder gerade gefeiert haben. Aber so lange können die noch nicht tot sein, weil die verwesen nicht. Noch nicht.
Ja, okay, die liegt auf dem Tisch. Das war hier, der Kühlschrank ist umgeschubst worden. Ja, eindeutig, das war eine Studentenparty. Party, Party. Sieh mal. Outward bei der Tür. Haben sicher die Brücke bewacht. Die ACEs, und zwar die von MacArthur, sind vor ihnen. Nicht Homeward. Hm. Sie haben also Outward angegriffen und nicht Homeward. Was hat Sarah eigentlich gegen ASEs? Einer griff sie auf dem Mond an. Darum saß sie dort fest. Beim Blackout untersuchte sie die Ursache und einer schlug sie bewusstlos. So ist das mit deinem Dad passiert und den Rest kennst du ja. Yep. Ja, keine Sorge, die Roboter sind durchgedreht. 1000 Tote, keine Verletzten, alles ist gut. Siehst du, was einige in der Hand halten? Haben die den Eingang verbarrikadiert? Den eigenen Fluchtweg versperren? Es sei denn, sie wollten gar nicht fliehen. Wohl eher verteidigen, ne? Wo war das? T? Ja. Erkunde die Wohnquartiere genauer. Okay, also hier ist eine Hurkson-Mikrowelle. Ist wahrscheinlich, haben wahrscheinlich Sony übernommen. Hat sich diese Tür etwa von selbst geöffnet? Naja, das sind Selbstöffnungstüren. Die sollten automatisch funktionieren, ne? Alles andere würde wieder wenig Sinn machen. Klar, wir gehen jetzt einfach durch diesen Gang. Hinter diese creepy Tür, die wahrscheinlich gleich zugeht. Und dann sind wir im Arsch. Was war das? Das Geräusch kenne ich. Das kam von da drüben. Ich habe leider nichts gehört, weil ich gequatscht habe. Ja, wahrscheinlich eine Ace-Einheit oder so ein Scheiß. Hallo? Wieso gehen wir denn nicht in die privaten Quartiere? Da seid ihr, da hinten. Eine Ace-Einheit. Ballert die mich jetzt gleich ab? Das wäre lustig. Hahaha, ich bin auf dem Mast und zack, tot. Hallo. Ich bin's. Ein Astronaut. Was? Da ist jemand. Rainer und Dom. Hey Kumpel, der Kaffee ist einfach durchgerauscht. Ich bin gerade im Büro. Boom. Wie einfach durchgerauscht. Super, danke für die Hilfe. Weißt du, was ich mit unserer Ausscheidung machen? Willst du wirklich jetzt darüber reden, während du auf dem Klo bist? Ja, will ich. Nein, ich weiß es nicht. Aus dem Darm, aus dem Sinn und so weiter. Deswegen darfst du am Schreibtisch buckeln und ich krieg die coolen Sachen. Ich denke auch mal nach, während du einen abseilst. Ja, jetzt hör zu, Mann. Drüben auf der Vita dehydrieren sie die Fäkalien und schicken sie dann zum Kompostieren Richtung Odum. Am Ende isst man in diesem Zyklus doch seine eigene Ausscheidung. Wie cool ist das bitte? Ist mir egal, total. Wenn du mir dann die wöchentlichen Legierungswerte schicken würdest, buckle ich weiter an meinem Schreibtisch. Das notiere ich mir. Ja, fressen ihre eigene Scheiße. Das notiere ich mir. Ich glaube, die sind auch tot. Was ist jetzt? Schieß auf mich. Ich will nicht mehr. Meine Schwester ist tot, mein Vater ist weg. Knall mir ab. Ich mag nicht mehr. Please let me go. Oh. Oh, das sind aber... Uiuiuiui. Das sind aber gar nicht so wenig, gell? Das muss doch hier stinken wie Teufel. Oder nicht?
sind Sie? Wie kam es bloß dazu? Petechiale Blutung. Zyanose. Sie sind erstickt. Alle? Ja. Von Homeward und Outward. Wir müssen weg. Hier ist's gefährlich. Wie gefährlich? Sarah, hier ist niemand. Wissen wir das? Und sieh doch, was sie hier getan haben. Sarah, beruhig dich. Nein. Wenn wir auf Überlebende treffen, wären wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen zurück. Ayla findet Hologramme? Ja. Tut denn Alex das nicht auch? Nein. Und ich versuche seit Jahren, den Code des Lunarads zu knacken. Wie viele hast du gefunden? Nur ein paar. Spiel's ab. Was? Spiel es ab. Und ich soll noch sehr langsam der Feind wird, gell? Wieso kann das deine Bumskugel nicht, aber meine? Das ist doch merkwürdig. Spiel es ab. Ja. Ach nee, wir haben ja eine besondere Bumskugel, ne? Unsere ist ja von unserem Baba. So. Oh, echt jetzt noch ein? Wenn ihr denkt, dass der Mars je ein sicherer Ort für uns sein wird, seid ihr verrückt? Wer macht ihn denn unsicher? Ihr habt Odom zerstört. Wir müssen zurück zur Erde. Hier bleiben bringt nichts. Versteht ihr nicht, dass die Erde verloren ist? Ich will einfach meine Familie wiedersehen. Das reicht jetzt, Leute! Genug! Sich hier streiten wie die Wilden! Ihr wisst es doch besser! Wir haben's hier zwar schwer, doch damit Outworld klappt, müssen wir Mühsal ertragen. Mühsal, die wir vorhersahen. Alle, die per Arche zurückkehren wollen. Was wird dann auf der Erde daraus? Und wer erhält dann als erstes Hilfe? Ihr? Jeden einzelnen von euch wird man vor Gericht stellen, sobald eure Füße den Boden berühren. Und Nationen ohne Entscheidungsrecht, ohne jegliche Kontrolle, was denkt ihr, werden diese wohl tun? Kämpfen werden sie, töten, zerstören. Sie werden die Archen, sowie auch sich selber, blindwütig zerstören. Seit über 30 Jahren wissen wir bereits, dass die Erde am Ende ist. Noch 30 Jahre und die Oberfläche wird fast so aussehen wie auf dem Mars. Die menschlichen Grenzen herauszufordern, hat nun mal seinen Preis. Und diesen Preis müssen wir zahlen für unsere Zukunft. Gemeinsam können wir das hier noch immer vollbringen, es möglich machen. Wir müssen nur... Es reicht, William! Schluss mit den Reden. Du kannst uns nicht mehr ignorieren. Du redest von gemeinsam. Dabei sperrst du schamlos Leute in die Krankenstation. Verzweifelte Leute, die Notmaßnahmen ergriffen. Wegen deinem Nichtstun waren sie dazu gezwungen. Uns fehlen Familien, Freunde, die Erde. Wenn unser Wissen sie retten kann, müssen wir es versuchen. Du hast uns auf die Archen und in dieses albtraumhafte Leben gezwungen. Und nun lässt du uns keine Wahl. Hör uns jetzt zu, William. Du hörst uns jetzt gut zu. Jetzt, Julia. Wie? Rosa, was hast du getan? Ihm nach! Homeward, ergreift MacArthur! Und bringt ihn zur Kommandobrücke.
Gott. Es war Homeworld. Sie haben sich mit den ASEs durchgekämpft. Ich glaub's ja kaum. MacArthur ließ es zum Bürgerkrieg kommen. MacArthur? Ja, MacArthur. Die ASEs, der Angriff auf Odom. Rosa ist wohl genauso sehr daran schuld. Rosa? Das soll wohl ein Scherz sein. Sie hatten keine Wahl. Sie wollten keine Gewalt. MacArthur zwang sie dazu. Trotzdem heiligt der Zweck nicht die Mittel. Rosa ist genauso sehr an der Eskalation schuld wie er. Ohne sie wäre das nie passiert. Unterdrücker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ist ja richtig. Ist sie denn aber nicht genauso despotisch wie MacArthur? Sie zwingt ihren Willen doch genauso auf. Und nicht alle. Das hast du ja gesehen. Hältst du das hier für ein fiktives Moraldilemma aus einem Vortrag deines Vaters? Ist doch deutlich. Entschuldigung, was mit cool, jetzt haben wir auch noch eine Seite Homeworld und eine Seite Outworld. Ich weiß nicht, ob der Sound bei euch knackt. Bei mir tut das auf jeden Fall. Ich würde das gerne unterbinden. Besser jetzt, solange wir noch können. Ja, ja, warte mal. Ich muss mal gerade kurz gucken, wo meine Kabel hier eingesteckt sind. Was habe ich denn in dem Anschluss drinne? Mikro, Kabel, Mikro? Eigentlich gar nichts. Was ist denn hier? Was ist denn da dran? Warte mal, ich habe hier nämlich einen Klinkenstecker an meinem PC. Und da ist... Ach, das ist der, okay. Also das ist out. Das heißt, ich müsste da einen ran haben auf in. Warte, geht gleich weiter, keine Panik. Weil ich weiß halt nicht, ob ihr das Knacken auch habt. Ich habe, glaube ich, das Knacken erst, seitdem ich den Sound, Entschuldigung, auf die Capture Card umgestellt habe. So, da ist out. Habe ich auch einen Line-In-Anschluss? Oh, ich sehe nichts, ey. Es ist immer nur so dunkel hier. Warte, warte. Entschuldigung, vor der Unterbrechung. Ich sage immer wieder, ist hier eigentlich nur ein Techniktest-Stream und mehr nicht. Müsste da gehen, ne? Ach nee, da. Okay. Warte, auf den Schwatten. Auf den Schwatten. Ja, warte, 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 warte. Wir testen das einmal. Kann nur schlimmer werden. Oder es bricht gleich alles zusammen. Ich muss nur das richtige Kabel finden. Gut, dass wir heute die Kamera nicht anhaben. Audiokabel. Wo habe ich die denn hingeworfen? Hier habe ich eins. Sogar ein langes. Mit Buchse. Also mit Verlängerung sogar. Mal eben gucken, ob das überhaupt das Richtige ist, was hier. Zack. Ja, das müsste gehen. Den. Warte kurz. Da rein. Zack. Kann sein, dass gleich der Ton weg ist. Ist er schon. Oder? Ja, Ton ist schon weg. Cool. Also der Game Sound. Mich hört man noch. So, dann gehst du darüber. Und dann... da rein. So. Ja, der Game Sound ist weg. Macht aber gar nichts. So, jetzt müsste ich einmal ganz kurz... ich mache mal eben Pause. Und kann nicht aus dem Spiel raustappen. Fabulös. Dann mache ich so. Und so. Das müsste sogar richtig sein, ne? Ja, das müsste richtig sein. Aber auf 67 ist ein bisschen low, oder? So, pass auf. Dann haben wir den. Oh, was bist du denn? Ach so, nee, warte. Line in. Ist okay. Und dann... müsste ich den... warte, warte. Gleich ist wahrscheinlich der ganze Ton weg. Sollte aber nichts machen. Ach, hat er das schon umgestellt? Das Capture? Oh ja, hat er schon umgestellt, okay.
Oh, jetzt haben wir so ein Grundrauschen, ne? Warte mal, Game Capture. So. Ne, okay, der Sound ist jetzt weg. Immer noch. Warte, warte. Genau, da ist jetzt der Sound. Jetzt müsste man das mal irgendwie... warte mal ganz kurz. Ich mach mal... Ich muss einmal den Sound einpegeln. Ich weiß das aber nur mit Hilfe von YouTube-Videos. Deswegen machen wir mal schnell eins an. hier, ich guck was Eigenes von mir. Ja, hallo. Moin. Moin. Oha, nee, nicht das. Guck mal hier, heute ist hier große Elex-Premiere. Ich glaube, ist das schon soweit? Jo, genau jetzt. Ha, fabulös. Nee, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir machen mal schnell hier. San Francisco. Nicht schon nicht mal. So, jetzt haben wir aber das Finale lang genug herausgezögert, ne? Sehr leise. Das ist nicht meine Schuld. Warte, warte. Das ist der Aussichtspunkt zum Aussichtspunkt. Zum Belohnungspunkt. So, da hinten ist eine Basis, ich kann sie schon sehen. Ich glaube, ihr auch, ne? Ja, 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 ja. Ich mach mal den hier an. Ich pegel mal hier mit. Mach ich mal eben das nicht, das auch nicht. Ja, komm, mach ich den. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play 7 Days to Die. Hallo, Erik. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Tobias. Na? Hallo, liebe Zuschauer. Na, wie geht es? Soll eigentlich passen, oder? Ist halt nur das Problem, dass wir so ein Grundrauschen im Ton haben. Ach, scheiße. Und da kommt ja gar kein Sound mehr raus, ne? Oh, das ist natürlich doof. Kein separater Sound mehr. Warte mal. Dann mache ich mal... So... Jetzt müsste das eigentlich wieder gehen. Außer ich kann vielleicht Soundeinstellung. Warte, warte. Soundsystemsteuerung. Weil ich will einfach nur, eigentlich will ich hier nur testen, ob dieses Knacken weg ist. So, Lautsprecher habe ich hier. Der wird hier gar nicht erkannt, ne? Warte mal, da müsste ich vielleicht den nochmal eben. Einstellen. Realtek HD Audio Output. Gott, Alter, wie viel? Ja, das müsste der sein, ne? Ja. Warte, ich guck mal schnell. Muss das eben vergleichen. Kann das nicht mehr? Pegel. Formate, allgemein, wo war das? 16-Bit, 48 Hertz. Warte, warte. 16-Bit, 48 Hertz. Ja, ja, mach. Das macht nichts. Hau rein. So. Und der Pegel habe ich hier auf 100. War, glaube ich, hier auch auf 100, ne? Ne, auf 70. Okay. Das Problem ist, es ist immer irgendwie anders, ne? Macht das überhaupt irgendwas aus? Irgendwie nicht. Warte mal. Ich. Live-Teststream. Ist das nicht geil? Immer wieder ein Traum.
Rüstung. Mods. Vor Folgenbeginn war besser. Okay. Warte. Also es macht was aus, aber dieses Grundrauschen ist einfach drin. Was ist das hier? Angepasste Fittings? Ist das für... Ist das für Ja gut, das liegt aber an dem Kabel dann, ne? Also da kann ich nicht viel machen. Warte mal. Ne, da kann ich leider nicht viel dran ändern. Was ich machen könnte oder versuchen, warte. Den Standardkommunikation. Wo kommt jetzt die Musik her? Ja, ist gut. Stereo ist ja normal, ist ja nur Klinke. Weil dann würde ich das vielleicht erst mal so lassen. Aber ich glaube, dann knackt es nicht. Ich weiß halt nicht, ob es bei euch auch knackt. Aber das kann ich testen. Warte. Ich mach mal ganz kurz. Müsste der sein? Ja, der ist weg. Und dann... Wobei, nee, ist glaube ich keine so gute Idee. So, da wieder hin. Und dann weiß ich gar nicht, haben wir eigentlich noch eine Möglichkeit? Nee, habe ich nicht, ne? Habe ich glaube ich nicht die richtigen Stecker für... Aber das ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Vielleicht über den Mikrofon? Oder den Center vielleicht? Warte mal. Ich will ja eigentlich nur dieses Rauschen rauskriegen, aber ich glaube, das kriegst du nicht raus. Ach ne, das sind noch Ausgänge. Nur da ist ein Mikroeingang. Maximal noch über ein Dingens, ne? Hier. Aber da habe ich schon angeschließt. Ich glaube, das kann ich auch nicht auswählen, ne? Mikrofon. Ne. Das geht nicht. Ja, ist gut. Nee, okay. Wir versuchen das erstmal so. Würde ich behaupten. Ich sag mal, sorry for the unterbrechung. Aber, Versuch macht klug, ne? Rein theoretisch müsste es genauso laut sein wie vorher. Würde ich behaupten. So, wen oder was suchen wir jetzt? Wir haben irgendwas laufen sehen, ne? Hat wir nicht auch eine Lampe? Oh ja, auf R. Ich erinnere mich. War das Ace? Oh mein Gott, das ist Ace! Er kam mit Dad hierher! Jo, what is he doing here? Ayla, ist das möglich? So, warte, lass mich erstmal kicken. Irgendwo noch tote Leichen. Lebendige bitte nicht so. Das ist ja kein Zombie-Spiel. So, da haben wir noch Klamotten. Ich weiß, wir sollen dieser Ace-Einheit folgen. Oh, was haben wir denn hier? A second life among stars. Walk through fire among stars. They came from far, far away. Okay, das steht hier aber nicht zufällig so. Oder liegt. Kann man da einfach sehen? Nö, nicht wirklich. Da haben die gepennt? Ist das nicht ein bisschen klein? Ich frag für einen Freund. Halt. Book Exchange. Ah, okay. Also der Bücherhandel hier boomt. Was ist das?
ein Hebel. So. Hä? War ich hier nicht? Schon mal. Und hier geht so ein Strahl rüber. Kann ich hier hoch? Okay, jetzt will ich mich aber erstmal umgucken hier. Bevor ich jetzt dem Gerät folge. Das, warte mal, nee, das haben wir noch nicht aktiviert. Da ist auch gar kein Strom drauf. Hey, wo kommt die Energie her? Ach, der ist nur ausgerichtet. Nee, das waren wir nicht, das war schon so. Guck mal, hier ist einfach ein Film pausiert, mittendrin, oder ein Spiel. So, als ob die, ach, guck mal hier, Deliver Us the Moon. Sehr schön. Jetzt guckt euch doch nicht um, Mann. Ich gucke hier gerade was an und du glotzt durch die Gegend, Alter. Was ist mit dir? Star Maker. Ein paar Chips. Also die sind einfach so Hals über Kopf, sind die einfach weg. Oder tot. Oder beides. Okay, hier können wir was aufmachen wahrscheinlich. Luftschließe. Wo bin ich? Da. Hier haben wir noch eine Erinnerung. Machen wir gleich. Für Musik. Strom. Steuerung war das, ne? Ja. Dann bringst du ihn halt dazu. Rosa, es reicht jetzt. Das geht alles zu weit. Das hier ist nur der Anfang. ASEs hacken, Krankenstationen stürmen, Gefangene freilassen. Du merkst nicht, wie verrückt das alles ist. MacArthur hat Archelavos abgesperrt. Nicht ich, Isaac. Warum bist du hier? Als Unterhändler unseres glorreichen Anführers? Als Freund, ich bitte dich. Bitte, sei doch vernünftig. Gar nichts werde ich. Ich lass mir nichts sagen. Und die, die Outward unterstützen? Die hoffen, dass es klappt? Die Leute, auf die deine ASEs gerade ihre Waffen richten? Wir verlassen.